Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Summer and Mara. Ja, ich bin gerade tatsächlich ein wenig überfragt, was wir in der letzten Folge gemacht haben. Ist schon wieder ein paar Tage her, als ich aufgenommen habe. Was ich allerdings weiß, ist, dass wir Quests noch zu erfüllen haben. Und zwar diese Dunner-Quest, die mir noch so ein bisschen, da fehlt noch ein Stück. Also da müssen wir tatsächlich noch was machen und auch hier mit Arwan für den nächsten Auftrag reden. Ich weiß, dass wir gerade in Queles sind, aber ich glaube, wir fahren am besten, warte mal, nochmal, wir fahren noch nach Dunna zurück, um über die Elits was zu erfahren. Ja. Und zwar müssen wir da zur Schwarzen Vulkaninsel, vorbei an unserer Insel. Das werden wir auch machen. Und zwar schnurstracks werden wir Richtung Süden fahren. Wirklich an allem vorbei, bis wir an der Vulkaninsel sind. Denn ich denke, wir müssen da echt mit der Dame reden. Wie gesagt, wir fahren an unserer Insel vorbei. Wir werden nicht Halt machen, denn ich möchte so langsam mal das alles ein bisschen forcieren, dass wir mal ein bisschen vorankommen. Ich weiß, wir können auch so und so viele Tiere auf unserer Insel halten und so weiter. Aber so langsam, wir sind jetzt Folge 40, so langsam müssen wir tatsächlich mal ein bisschen vorankommen. Warte mal, da ist ein Tier. Will ich einmal ganz kurz gucken. Da. Was wir retten können. Ein Schweinchen. Das nehmen wir mal mit. Und machen wir uns schnurstracks. Nein, da lang. Richtung Süden. Auf dem Weg. Das schon die Vulkaninsel? Ja, das ist sie schon. Genau, schwarzer Vulkan. Und dann halten wir auch gleich hier an, dass wir nicht erst wieder über die gesamte Insel gehen müssen. Da ist unser Schweinchen, was wir gerade mitgenommen haben. Und dann schauen wir mal weiter, was uns die Dunna zu sagen hat. Juhu, ich habe den Stall schon fertig. Die Schafe sind wirklich sehr entspannt. Das freut mich zu hören. Können wir jetzt über die Elits und ihre Pläne reden? Ja, natürlich. Aber sag mir zuerst eins, kehrst du jede Nacht zum Schlafen nach Hause zurück? Naja, manchmal muss ich im Freien schlafen. Natürlich. Und wo schläfst du dann? Unter freiem Himmel natürlich. Ich kann dann all die Sterne sehen und es ist wunderschön. Ah, so kannst du doch nicht schlafen. Wenn du dich nicht richtig erholst, wie willst du dich den Elits stellen? Was du brauchst, ist ein Zelt. Das wird dir helfen, dich besser auszuruhen, auch wenn du nicht zu Hause bist. Mir macht das aber nichts aus. Wir wollten doch über die Elits reden. Die Elits sind jetzt nicht wichtig. Wenn du Hakus Enkelin bist, ist es meine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass es dir gut geht. Und du hast Glück. Ich weiß, wie man ein Zelt anfertigt, aber ich bin keine Abenteurerin. Und du wirst auch einen Schlafsack brauchen, aber nur Abenteurer wissen, wie man einen Schlafsack herstellt. Ich kenne einen Abenteurer. Onzo, das Katzenkind. Ich bin sicher, du würdest ihn mögen. Sehr gut. Rede mit ihm, er verrät dir bestimmt, wie man einen Schlafsack herstellt. Reden wir danach endlich über die Elits? Ja. Das hast du letztes Mal auch schon gesagt. Ich schwöre bei der Seele des Mala von Mara.
Okay. Was zum... Wir haben das Zelt erlernt und wir sollen mit Onzo reden wegen dem Schlafsack. Dein Ernst? Na gut, das zu dem Thema. Wir sind immer noch nicht durch. Wenn ich jetzt hier schaue, sind wir nur ein kleines Stückchen weitergekommen. Also wir haben noch jede Menge zu tun. Wir haben noch jede Menge zu erledigen. Und die Naomi oder wie die Saimi, die ist gar nicht mehr in unserer Liste vorhanden. Ganz merkwürdig, ganz, ganz merkwürdig. Okay, ab nach Hause, unser Schwein wegbringen und dann gleich weiter nach Queles. Da müssen wir doch erstmal die ganzen Quests dort machen. Dann müssen wir doch erstmal die ganzen Quests machen. Na gut. Ja, dann machen wir das halt, ne? Mit Arwan reden, mit Onzo reden, mit Bram müssen wir, glaube ich, reden. Die müssen wir auch noch alle zusammenführen, sozusagen. Tja. Schwierig, schwierig. Ich könnte jetzt auch wieder auf jede einzelne Quest zugehen und sagen so, wir machen jetzt noch die ganzen Quests, aber das müssen wir gar nicht. Also wir haben jetzt schon 7 Schlafsäcke, by the way, die wir immer so zwischendurch gefunden haben. Doch Erholung haben wir damit nicht. So, ein neues Tier lebt auf unserer Insel, das haben wir dann auch quasi abgegeben. Aber ich werde jetzt trotzdem nicht hochgehen. Die Tiere werden jetzt nicht verhungern, wenn ich nicht da bin. Aber ich werde jetzt nicht noch mehr Zeit verdümpeln, sozusagen, um die Tiere und das alles zu füttern. Ja, wir könnten die Nahrungsmittel gebrauchen. Und ich bin ja auch tierlieb, also so ist es nicht. Aber momentan müssen wir die ganze Sache hier mal ein bisschen forcieren. So. Der Onzo wird uns wahrscheinlich gar nicht helfen, weil wir dem seine Blume noch nicht gefunden haben. Schauen wir mal. Wir haben 15.17 Uhr. Und er steht ja sowieso hier unten rum beim Marktplatz. Onzi, hast du ganz zufällig einen Schlafsack? Bitte und danke. Ich bin ein Experte für Schlafsäcke. Ich kann dir zeigen, wie man einen Schlafsack näht, der so gemütlich ist wie ein Katzenbett. Du bist ein echter Freund und immer eine große Hilfe. Abenteurer müssen einander immer helfen. Gibt es viele abenteuerlustige Katzenkinder? Leider nein. Man trifft sie nur sehr selten. Es gibt nur sehr wenige unserer Art. Vor dir steht also ein Unikat. Alle meine Vorfahren waren Abenteurer. Mein Weg war mir also schon vorgezeichnet. Auch deine Eltern? Nun ja, ich habe keine Eltern. Wir Katzenkinder sind seltsame Kreaturen. Jedes von uns ist ein besonderes Exemplar. Du wirst keine 2 Katzenkinder antreffen, die einander gleichen. Das erklärt, warum Mayo so ist, wie sie ist. Uff, sie ist nicht gerade als Idealbeispiel für einen Vertreter unserer Rasse. So, jetzt können wir auch Schlafsäcke machen. Kehre zu Dunna zurück, nachdem du einen Schlafsack und ein Zelt hergestellt hast. Dein Ernst? Gut. Schauen wir hier, was wir noch erledigen können. Tauchen das Meer, das können wir noch nicht. Weil wir die Insel immer noch nicht ansteuern können. Oh, dass man da nicht anders hinkommt. Immer über...
dann sprechen wir mal mit Arwan. Mal sehen, was der sagt. Arwan war hier das Restaurant, ne? Wie läuft es mit dem Stall? Produzieren deine Schafe Milch? Wenn sie gerade Lust haben? Ich dränge sie nicht dazu. Ich möchte ein ganz besonderes Getränk zubereiten und bin mir sicher, dass du es lieben wirst. Was denn, was denn? Heiße Schokolade. Nimm dir ein paar Kakaobohnen, bring mir etwas Schokolade und Milch und wir werden sehen, was ich für dich zaubern kann. Okay. Neue Quest, bring Arwan Schokolade und Milch und schau, was passiert. Gut, dann haben wir jetzt noch questtechnisch... Bring Arwan Dings, genau. Bring Taka die Zutaten. Der braucht auch Schokolade. Aber da müssen wir erstmal warten, bis unsere Kakaobäume gewachsen sind. Oder wir holen was von hier, müssen wir mal gucken. Wir sprechen mal mit Bram. Vielleicht hole ich auch Kakao von hier erstmal, weil warten, bis die Kakaobäume irgendwann soweit sind, das dauert noch ein Betten. Reden wir erstmal mit Bram. Hm? Koa, ich habe festgestellt, ich habe fast alles vorbereitet, was ich für meine Menüvorschläge für Taka brauche. Das ist großartig. Aber mir fehlen ein paar Dinge. Ich brauche noch etwas Mehl und einen Tintenfisch, um die Soße für mein Hauptgericht zu kochen. Ich kann dir etwas Mehl und deinen Tintenfisch besorgen. Nein, können wir nicht. Bist du sicher? Kein Problem, glaube ich. Oh nein, jetzt brauchen wir doch einen Tintenfisch. Dein Ernst? Schnell, mein Kind, wir haben keine Zeit zu verlieren. Oh Mann. Ich möchte keinen Tintenfisch angeln. Ich war froh, dass ich einen gekriegt habe oder gefunden oder bekommen habe, wie auch immer. Oh Mann, oh. Dass ich eine Tinte bekommen habe. Achso, ich wollte ja noch auf den Markt, Mensch. Oder kriegen wir Kakao bei Caleb? Kriegen wir Kakao bei Caleb? Nein, Kartoffeln und so weiter und so fort. Nein, kriegen wir nicht. Ich hoffe, dass wir hier oben am Markt was kriegen. Dann müssen wir unsere Ziegen ordentlich und unsere Schafe ordentlich füttern, damit wir Milch haben. So. Hm, Mehl, Weizen. Sieht nicht so gut aus, ne? So, jetzt haben wir auch ein bisschen Saatgut wieder zum Pflanzen, während wir uns auf unserer Insel da mit allem möglichen Kram beschäftigen. Zelt herstellen, Schlafsack herstellen, Schokolade herstellen. Ei, da raus. Mai, 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 mai. So. Auf geht's nach Hause. Ärgerlich, ärgerlich. Aber wir sind tatsächlich bald zu Hause und können dann gleich auch schlafen gehen, damit sich unsere Energie komplett wieder auflädt. So. Ach, Menno. Wir müssen auch noch das Gericht für Caleb machen. Das müssen wir auch noch. Komm her hier. Nicht weglaufen. Das müssen wir auch noch zaubern. Wir haben alles gegossen, was wir konnten. Dementsprechend können wir jetzt hier auch die Erdbeeren ernten. So.
Ich glaube, wir müssen mal ein bisschen Weizen pflanzen. Hätte ich mal gleich machen sollen, ne? Bisschen unüberlegt. Karotte. Mais brauchen wir auch ein bisschen. Stimmt, wir brauchten Mais für unsere Hühner, ne? Mensch. Die futtern uns ja die Haare vom Kopf, die Hühnchen. So, und dann nochmal Wasser aus dem Brunnen. Alles gegossen. Sehr schön, sehr schön. Dann ruhen wir uns jetzt erstmal aus. Oder? Guck mal hier jetzt. Das. Da brauchen wir ein Seil zu. Das können wir machen. Und damit können wir auch ein Zelt herstellen. Und wir können Schlafsack. Brauchen wir Stoff. Für Stoff brauchen wir Faden. Reicht ein Faden? Nein, natürlich nicht. Da-da-da-da-da-da. So, jetzt können wir hier Stoff machen. Was brauchen wir denn noch für den Schlafsack? Den haben wir dann auch gemacht. Und damit können wir dann zu Dunna rüberfahren. Jetzt gehen wir aber erstmal schlafen, damit wir gut und wohl und ausgeruht sind, dass wir uns um unsere Sachen kümmern können. Da hat er einmal Wasser gut gereicht. Sonnenblumen können wir ernten. Natürlich konnten wir sie erst nach dem Gießen ernten. Und das ist immer so ein bisschen ärgerlich. Weil man möchte ja auch neue Sachen einpflanzen. Da hinten muss ich auch nochmal gießen. Sehe ich gerade. Kriegen wir aber hin. Dann können wir hier nochmal Mais sehen. Und nochmal Weizen. Und nochmal Karotte. Und wir nehmen auch nochmal Dünger. Und Wasser. Und jetzt sind die Sonnenblumen fertig. Willst du mich ärgern? Das ist jetzt nicht dein Ernst. Gut. Dann machen wir da auch nochmal. Das ist ärgerlich, ist jetzt wirklich, dass ich da einen ganzen Eimer Wasser für verschwendet habe. Das ist wirklich jetzt das Ärgerliche dabei. Aber so what, was soll's? So. Ihr kriegt Mais. Das Ei ist voll. Ja. Ich muss jetzt mal gucken, wo ist eine kleine Küken? Ist das jetzt auch groß geworden oder was? Oder wo schwirrt das hier rum? Da ist es. Da ist es. Siehst du, ich hätte es mal noch nicht füttern sollen. Das Ei war nämlich schon wieder voll. Und es geht nicht weiter voll, wenn wir das nicht gleich vorher wegnehmen.
So, wie sieht's hier aus? Einen halben Trüffel haben wir. Und du kriegst auch noch was. Und wir sind mit Liebe gesegnet. Also alle Schweine haben was bekommen. Gucken wir hier mal. Hier haben wir noch ein paar Blaubeeren. Und ein paar Orangen. Oder eine Orange. Di-di-di-di-di-di. Oh, hier sind viele Orangen. Ja, wir müssen, glaube ich, auch mal wieder ein bisschen eine Opfergabe machen für den Regen. Wir haben 37, 38 Orangen. Also die können wir echt verknusen. Wenn wir da mal ein bisschen was abgeben, ist das, glaube ich, kein Problem. Ja, ein paar Äpfel, damit kann man auch bestimmt irgendwann mal was machen. Kuchen backen, keine Ahnung, nicht? Wir werden auch gleich nochmal nach oben gehen. Vielleicht haben wir auch Pfirsiche. Da fallen Kirschen runter. Da sind unsere Schafe. Die kriegen auch gleich noch was. Oh, wir haben einen Hund. Oh, wie schön. Wir haben einen Hund. Oh. Hallo, Kleine. Oh, wie süß. Jetzt wissen wir, wofür wir die Äpfel haben. Tada. So, Schaf. Weizen für dich. Damit ist die Milchkanne voll. Sehr schön. Oh, wie toll. Wir haben einen Hund. Na du? Oh. Ich stehe zwar gerade auf ihm drauf, aber... So what? Jetzt haben wir noch mal Weizensaat gekriegt. Sehr schön. Das freut mich. So. Also hier können wir noch nichts vom Baum schütteln. Sieht zumindest nicht danach aus. Okay. Ich schaue mal kurz nach der Schokolade, ob wir da schon Schokolade machen können oder nicht. Achso, nein, wir wollten ja erstmal ganz kurz immer eins nach dem anderen, liebe Andrina. Immer eins nach dem anderen. Wir wollten ja nochmal eine Opfergabe machen und nach den Pfirsichbäumen gucken. Eieieiei. Durch das schnelle Rennen verbrauchen wir enorm viel Energie. Wollen wir nochmal kicken, was wir hier machen können. Hier können wir noch gar nichts machen. Die sehen so ein bisschen gelblich aus. Aber dran ist nichts. Na gut, dann halt nicht. So, Opfergabe. Zack. Haben wir erledigt. Ist mir gerade so aufgefallen, dass sie eigentlich Gesichter haben, ne? Na gut. Die Opfergabe haben wir gemacht. Sehr schön. So, jetzt gucken wir nochmal nach der Schokolade, ob wir die herrichten können in der Küche. Auf jeden Fall haben wir Dunners Bedingungen erfüllt. Und hoffe ich mal, dass wir da gleich jetzt mal weiterkommen. Wir haben so viele Schweinchen. So, eintreten. Küche. Schokolade können wir machen. Und zwar nur einmal. Aber wir brauchen drei, glaube ich. Jetzt lass mich mal gucken. Wir brauchen... bring Avan die Schokolade. Da brauchen wir fünfmal Schokolade. Und wer wollte noch Schokolade? Das müssen wir auch noch machen. Mehl und ein Tintenfisch.
Tarkan wollte Schokolade, Reis. Wir haben alles. Also für Tarkan haben wir alles, okay. Und für Dunna haben wir alles. Dann werden wir jetzt erstmal nach Dunna zu, nicht nach Dunna, sondern zu Dunna fahren. Einfach mal wieder Richtung Süden, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. War doch Richtung Süden, ne? Ja, ich glaube schon. Na, lieber noch mal gucken, ne? Ja, Richtung Süden fahren wir. An der nächsten Insel vorbei zu Dunna. Noch mehr Bretter. Ja, wer weiß, wozu die gut sind. Wer weiß, wer weiß. Tja, und dann werden wir so einen blöden Tintenfisch tatsächlich noch für die eine Quest noch suchen, fangen, angeln, wie auch immer müssen. Mir graut es ein wenig davor, aber nun gut. Jetzt erstmal horchen, was hier Donner zu sagen hat. Jetzt haben wir Schlafsack und Zelt. Huch, wo ist sie denn hin? Guck mal, hier ist Müll. Wo ist sie denn hin? Hallo? Da, im Garten. Dunna, wir müssen endlich herausfinden, was die Elits im Schilde führen. Ich glaube nicht, dass das eine gute Idee ist. Zuerst solltest du deine Werkzeuge noch einmal aufbessern. Nein! Das hier ist wichtig. Hör auf, dich davon zu drücken. Saimi sagt, dass ich wie Yaya Haku bin. Wie wäre es also, wenn ich mich wie dein Captain verhalte? Dunna, sag mir endlich ein für alle Mal, was ich gegen die Elits tun kann. Du bist nur ein Kind, du weißt gar nichts. Du weißt nichts über deine Großmutter, nichts über Mara, nichts über mich. Geh also und verlasse diesen Ort und komm nicht wieder. Aber dann wärst du wieder allein. Es ist besser so, Kua. Ich weiß genau, was andere über mich denken. Sie sehen eine Versagerin. Als ob ich nach dem Unfall in meiner Zeit bei der Marine nutzlos geworden wäre. Und jetzt lass mich in Ruhe. Dunna, ich habe keine Ahnung, von welchem Unfall du redest. Aber ich bin hier, um dir zu helfen. Ich will deine Hilfe nicht. Ich brauche von niemandem Hilfe. Ich bin über 100 Jahre alt. Besonders du, Mädchen. Solltest mich nicht wie ein Kind behandeln. Verschwinde endlich und komm bloß nicht zurück. Ich sollte mit Saimi reden. Dein Ernst? Och, bitte. Oh, kann nicht sein. Kann nicht sein. Ernsthaft? Nein. Wir haben schon 19:03 Uhr. Saimi wird uns was pfeifen, wird sie uns. Na gut, ab nach Norden, ab nach Hause. Warum steigst du aus? Es ist doch echt nicht schön, ne? Das ist echt nicht schön. Wollen wir zu Hause einmal schlafen gehen? Ich glaube, es ist einmal gut, ne? Weil wir haben schon 19:52 Uhr und bevor wir wieder zwangsschlafen gelegt werden, wäre es, glaube ich, besser, wenn wir das gleich erledigen.
haben wir ja ein bisschen Geld bekommen. Ich hatte gerade ein Vögelchen gehört, ein Küken. Aber egal. Und auch nicht lange schnacken, sondern gleich einmal Bubu machen und weiter nach Quedes. Ja, ich rush jetzt ein wenig durch hier. Aber ich möchte unbedingt vorankommen, ne? Ich möchte unbedingt vorankommen. Wir werden uns auch nicht darum kümmern. Wir werden einfach nur schlafen gehen. Zack. Und wir lassen die Sachen jetzt einfach wachsen, wie sie wachsen oder nicht wachsen. Einfach weiter geht's. Questen, was das Zeug hält. Ich weiß, das ist jetzt nicht so schön, was ich mache, aber ich habe das Gefühl, dass wir echt nicht vorankommen, ne? Ach Gott, und jetzt Blick auf die Uhr sagt alles. Echt, die Folge ist schon wieder vorbei. Mai. Gut. Wir sind hier angekommen und wir merken uns für die nächste Folge. Wir müssen mit Saimi reden, wegen Dunna und so. Und wir müssen mit Bram, oder wir können Bram oder Taka, können wir die Schokolade bringen? Die andere Schokolade ist noch nicht fertig. Da müssen wir noch einen Moment warten, dass wir da in den Questen weiterkommen. Aber das, ihr Lieben, sehen wir erst in der nächsten Folge. Für heute ist Schluss. Ich habe mir Mühe gegeben, ein bisschen voranzukommen, damit sich das alles nicht so elend lange zieht. Ich hoffe, ihr habt trotzdem noch Spaß daran. Ich werde natürlich alle Questen erfüllen, werde auch immer voll dabei sein. Aber ein bisschen rumdümpeln und rumschlömpeln haben wir, glaube ich, ganz schön lange gemacht. Und da müssen wir jetzt ein bisschen vorankommen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen da. In diesem Sinne, macht's gut, ciao und bye bye.